So. Gut. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Revelations. Ich bin gerade ein bisschen verschwitzt. Ich hoffe, wir haben jetzt alles geschafft, was geschafft werden muss. Aber da gibt es wenigstens was zum Bombenbauen. Bestimmt haben uns fehlt sicher irgendwas. Deshalb schaue ich jetzt nach, was mir beim Bombenbauen jetzt noch schnell hilfreich weiter werden kann. Was hat mir denn gefehlt? Indisches Pulver, arabisches Pulver. Daratura fehlt mir. Verdammt. Deshalb will ich jetzt. Die sind leider zu laut. Aber was anderes weiß ich jetzt auch nicht. Mir fehlt leider jetzt genau der Aratura-Puder. Mein Gift nämlich fehlt mir jetzt gerade. Vielleicht habe ich Glück und in einer dieser Kisten ist jetzt noch Daratura drin. Weil ich greife jetzt zur Not jetzt auf Hagelbomben. Aber ich hoffe es, weil das Gift ist nämlich sehr praktisch. Britisches Pulver. Phosphor. Phosphor reicht zum Rauch, aber nicht zu dem, aber nicht zu meinem Zweck. Gut, ich würde sagen, klettern wir irgendwo rauf und gehen weiter im Programm. Da wollte man doch jetzt nicht erzählen, dass er da jetzt nicht raufkommt, oder? Ich wollte es gerade sagen. Das sollte mir doch jetzt nicht erzählen. Und so kürze ich halt das Ganze noch ein bisschen ab. Mucksmäuschen still ist der Pass, ist der falsche Satz dazu, glaube ich. Kein Terradura. Das könnte für böse enden. Das wird jetzt böse enden. Sorgt dafür, dass wir für die Grabung genug Fackeln haben. Ich bin es leid, im Dunkeln herumzustolpern. Der befindet sich nämlich da ganz oben. Und jetzt heißt hoffentlich Mucksmäuschen still sein, weil ich habe zwar Wurfmesser noch da, aber selbst die besten Wurfmesser helfen mir da jetzt nichts. So stark, wie ich es gern hätte. Komme ich immer hin für ein Attentat. Kann ich mich runterlassen? Auch nicht. Ich hätte zwar ein paar bestimmte Bomben, die uns weiterhelfen könnten, aber wird mit beiden nicht gerechnet, weil der andere steht da hinten aufgeräumt hinter einer Kiste.
kommt mir bekannt vor. Jetzt müssten wir den da oben irgendwie ausschalten. War beinahe. Ist der jetzt tot da oben? Gott sei Dank. Leute, da ist man angespannt ohne Ende gerade. Ich bin es jedenfalls gerade die ganze Zeit angespannt. Und ich nutze jetzt hier den Ruheraum erst einmal. Das gewesen jetzt. Befinden sich jetzt hier welche im Raum? Ich weiß, so Heimlichkeitsmissionen brauche ich zwar ewig, um durchzugehen. Ich brauche doch kein Phosphor. Ich brauche Darium. Ich brauche auch kein britisches Pulver. Auch Daratura. Phosphor sind die Rauchbomben, Leute. Was habe ich denn für Ablenkung? So Leute, jetzt heißt es weiter auf Draht sein. Weil hier läuft einer rum anscheinend. Oder soll ich sagen, hier ist einer rumgelaufen. Phosphor finde ich überall, genauso wie jetzt britisches Pulver. Wenn ich wieder da... Achso, ich wüsste, wo ich Daratura herkriege. Das kriege ich höchstens bei Piri Race, aber... Das kriege ich bei Piri Race, das weiß ich. Daratura kriege ich bei Piri Race. Wir müssen dann uns erheblich mit... Wenn wir die Giftbombe gemacht haben, dann könnten wir uns Daratura bei ihm kaufen, das weiß ich. So war das. Außer uns. Halte die Augen offen und die Fäuste bereit. Was, die haben mich schon gemerkt nach einer Zeit? Das ist respektabel. So, ich glaube, dass das der ist. Dass der da ist, der seine Kreise da zieht.
Maus, hör auf zu wackeln, bitte. Zum letzten Tor. Ich wüsste schon, wie ich hinkommen würde zu denen in Pappenheimer. Ja, da muss ich den erst ausschalten. Auch wenn ich das gerade sehr ungern mache. Wieder was gehört. Die haben da nichts gehört, das ist wunderlich. Wunderbar, aber. Scheiße, ich habe keine Bombe hergestellt. Habe ich ein Problem. Hast du etwas gesehen? Leute, ich würde sagen, wir haben jetzt ein Problem. Also bringt es sich nichts weiter zu verstecken. Ja, jetzt haben wir keine Synchronisation mehr. Weil ich meine Bomben nicht mehr habe. Noch so ein slawischer Söldner? Ich bin kein Slave. Ich bin Italiener, du Hackchen. Du Vollidiot. Okay, wir haben jetzt nicht mehr die komplette Synchronisation, das heißt. Oh, meine Katze will kurz raus. Das heißt, ich kann jetzt das Eingemachte machen. Nix Versagen der Heimlichkeit, aber trotzdem sind die Zisternen Blut erfüllt. Und alles nur, weil ich meine Bomben vergessen habe. Mit der Bombe wäre es kein Problem gewesen. Ich hätte eine Bombe direkt reingeworfen, aber...
verborgene Geheimnis. Ich werde mal tippen, oben ist es irgendwo. Die Massiv-Schlüssel beschaffen. Wo ist mein Kulte, Leute? Karte enthalten von allen Massiv-Schlüssel. Und bocke ich jetzt gerade drauf? Ja, wie gesagt, die letzte nicht entdeckt zu werden, ist nicht ganz so ausgekommen, wie ich gedacht habe, die Cerania Basilica. Tut mir leid, ich hätte es aber auch geschafft. Aber wir haben den ersten Massiv-Schlüssel. Und diese Schlüssel bieten natürlich auch wiederum ein Geheimnis. Aber dieses Geheimnis werden wir erst in der nächsten Folge auf der Spur gehen. Weil ich habe selber noch was zu tun. Heute noch. Incredible. Salve, Ezio. Ihr wart lange fort. Was habt ihr gefunden? Etwas, das euch interessieren könnte. Mio Dio, che meraviglia. Und hier ist mein Geschäft. Seht euch den Rand an. Seltsame Symbole. Und das sind Titel von Büchern. Mhm. Wahre Schätze. Einige dieser Bücher sind seit 1000 Jahren verschollen. Niccolò Polo versteckte diese Bücher in der Stadt. Die Karte sollte uns zeigen, wo. Ihr interessiert mich langsam ein wenig. Soweit ich das sehe, brauche ich diese drei Bücher zuerst. Sie müssten Hinweise auf die restlichen enthalten. Molto curioso. Man fand einen unter dem Topkapi-Palast. Aber wir haben noch Zeit, die anderen zu kriegen. Wer fand ihn? Männer, die nicht lesen. Sophia, könnt ihr diese Karte lesen? Mir helfen, die Bücher zu finden. Übergebt ihr sie mir, wenn ihr fertig seid? Wir werden eine Lösung finden. So, und dann haben wir es doch auch. Dann haben wir die Buchhändlerin auch schon mal abgehakt. Ich habe hier einen Zusatzartikel zu Sophia Sofarano gehört. Ich muss jetzt schnell im kompletten Arsenal nachschauen. Datenbank, letzte Einträge. Sophia Sofarato. Sophia Sofarato, was für eine Frau, oder mehrsprachlich, multikulturell, hochintelligent, reif und äußerst üppig. Ja, äußerst üppig ist sie schon. Wir wissen, dass sie irgendwann um 1476 in Konstantinopel wurde und dort mit ihrer Familie bis zum Ausbruch des Osmanisch-Venezianischen Kriegs lebte. Das war 1499 ein schlechtes Jahr für Venezianer, um im Reich zu leben. Sophias Eltern nahmen sie mit zurück nach Venedig. Sie konnte ihre Geburtsstadt nie vergessen. Was sagt uns das, dass man das Mädchen aus Konstantinopel rausholen kann, aber Konstantinopel nicht aus ihr? Irgendwie so etwas? Um dieses Gemälde von ihr, ich könnte es tagelang anstarren. Es ist von Albrecht Dürer, dem bekannten deutschen Künstler. Ein Meisterwerk voller Farbe und Wärme. Sophias Vater bot Dürer eine lächerlich geringe Summe, damit er seine Tochter porträtiert, aber als der Maler das Modell dann sah, wollte er keine Bezahlung. Er sagte, die Ehre, sie zu malen dürfen, sei Belohnung genug.
Na klar, und nur richtige Top-Grenzer können sich so ein Geschmalz erlauben. Obwohl es viel seit sie interessiert war, galt ihre Leidenschaft der Literatur. Eine Liebe, die erst durch die Erfindung des Buchdrucks. Wir erinnern uns an Klaus zu Gutenberg, den Herrn zu Gutenberg, den Buchdrucker. Was geschah etwas ein halbes Jahrhundert davor und machte Bücher zum ersten Mal in der Geschichte erschwinglich für alle Sophia? Sophia liebte den demokratischen Effekt der Bücher und widmete den Leben Vorhaben, dies auch alle zu ermitteln. Das ist jetzt also diese junge Dame. Mein Wecker hat geklingelt, aber ich glaube, wenn wir jetzt die Bibliothek verlassen, werden wir jetzt auch noch auf was anderes stoßen, da wir die Bibliothek jetzt verlassen müssen. Yusuf, salute. Piri sagte, ihr wärt vielleicht hier. Habt ihr gefunden, wonach ihr gesucht habt? Ich glaube schon. Das ist einer von Altairs Schlüssel, ein antikes Artefakt. Ah, es gleicht nichts, was ich je sah. Ihr solltet es an einem sicheren Ort bewahren. In eurem Hauptquartier, sie, werde ich. Also, was führt euch hierher? Ich koordiniere mich mit unseren Verbündeten. Den Dieben im Bazar, den Söldnern beim Arsenal und den Roma im Konstantinbezirk. Ihr überfordert euch, Yusuf. Bitte lasst mich mit den Roma sprechen. Ich hatte noch nicht oft Kontakt mit ihnen in der Vergangenheit. Das würde mich beruhigen. Falls ihr es eilig habt, könnt ihr unser Tunnelnetzwerk benutzen. Die Luft ist etwas stickig da unten, aber die Ratten sind kaum größer als Hunde. Viel Spaß. Grazie. Grazie, Yusuf. Ich liebe diesen Typen, ehrlich gesagt. Jetzt haben wir auch Buchmissionen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Assassin's Creed, wo wir uns den Besuch der Roma widmen. Wo wir uns auf die Roma, den Besuch der Roma widmen. Auch die ersten Bücher finden und vielleicht die ein oder andere Templerfeste niederbrennen. Das hört sich doch gut an, oder? Wir schauen nochmal gemeinsam auf die Karte. Dann haben wir vielleicht sowas. Ja, wie gesagt, wir müssen zu den Romern. Wir müssen zu den Roma. Und hier, hier sind auch noch zwei Feste, die wir auch dann auf dem Weg zu den Roma noch, die Feste da unten, die schnappen wir uns dann bald. Wir werden also hier die Feste bekämpfen, dann werde ich auf dem Weg vielleicht noch zur Piri Reiswoche vorbeigehen. Oder haben die Händler, hier in der Nähe befindet sich ja ein Sprenghändler, ein Schwarzmarktfuzzi. Hat der Taratura? Das wäre Wabäne nämlich. Aber ich glaube, das finde ich eher nur bei Piri Reis. Und sollte ich irgendwas falsch machen mit den Aussprachen oder sowas, zum Beispiel Piri Reis, Hagia Sophia und sowas. Ich übernehme das jetzt nur, wie ich es höre, so gut es geht. Aber ich hoffe, ich kriege einer ihrem Nasen hin. Ich wollte eigentlich die Folge jetzt noch beenden. Und ich steige jetzt hier noch ein bisschen Leute aufs Dach, weil ich jetzt kurz noch was nachschaue. Bist du noch bei Trost? No, aber du hoffentlich. Gut. Dann darauf, da oben steht er nämlich schon, unser Freund und Bombardier. Man findet sie immer an abgeschlagenen Orten. Schwarzhändler, drücken wir mal Tubulator. Aufdringliche, aber effektive Verkäufer handeln mit Schwarzmarkthändlern zu gleichen Teilen mit Juwelen und Schrott, wie wegen außerhalb der Grenzen der Erbahn Handels und zu dringlich und überzeugen. Wenn sie nicht ab und zu wahre Schmuckstücke zu verkaufen hätten, wären sie reine Nervensägen. Also ich finde die Schwarzmarkthändler wirklich, wie soll man sagen, vorteilhaft. Weil die haben nämlich Bombenartikel und sowas. Verzögerungs... A plus Literaturabombe und das für 1000. Aber das muss ich bei Piri nachschauen. Gut, ich werde hier sein. Ja, hoffen wir, mein Freund. Also Leute, wir sehen uns dann im nächsten Part und ich sage Wiederschauen, reingehauen und Servus.